Ihr wolltet schon immer wissen, warum die meisten Lautsprecher aus Holz sind? Dann seid ihr bei dieser Folge von Audio Experts genau richtig. Schon oft wurde ich mit der Vorstellung konfrontiert, das Lautsprechergehäuse sei ein Resonanzkörper, ähnlich wie ein Musikinstrument. Das absolute Gegenteil ist aber der Fall. Das Gehäuse eines Lautsprechers soll den Schall, der von der Rückseite einer Membran abgestrahlt wird, möglichst nicht nach außen dringen lassen. Und es soll vor allem nicht selber schwingen. Je schwerer ein Material oder je dicker eine Wand, umso besser ist die Schallabsorption. Doppelte Dicke oder Verdopplung der Masse dämmt schon um 6 Dezibel besser, allerdings frequenzabhängig. Akustisch sehr gut sind tatsächlich Gehäuse aus Beton, Schiefer, Marmor oder speziellen mineralgefüllten Gießharzen. Leider ist die Fertigung solcher Gehäuse extrem aufwendig und Echtholzfurniere zum Beispiel kaum möglich. Selbst eine Hochglanzlackierung wird bei einem Beton- oder Natursteingehäuse schon richtig schwierig. Der mit Abstand beste Kompromiss aus Preis, Verarbeitung und akustischen Eigenschaften sind Gehäusewände aus mitteldichter Faserplatte, kurz MDF. Ähnlich gut geeignet sind Multiplex- und Spanplatten. Diese Holzgehäuse lassen sich sehr gut auch in größeren Stückzahlen produzieren. Um ihre akustischen Eigenschaften noch zu verbessern, werden sie mit Streben versteift und teilweise mit Wandbeschichtungen belegt. So kann man entsprechend der Preisklasse mit zunehmendem Aufwand bessere akustische Eigenschaften erreichen. Zum Abschluss sei noch erwähnt, dass das Gehäuse bei HiFi-Lautsprechern mit steigendem Preis immer mehr des Gesamtbudgets in Anspruch nimmt. In der Einstiegsklasse liegt das Verhältnis Gehäuse gegenüber den restlichen Komponenten noch ungefähr bei 1:1. In der HiFi-Spitzenklasse kostet das Gehäuse praktisch immer ein Vielfaches der akustischen Komponenten. Worauf habt ihr eigentlich am meisten beim Kauf eurer Lautsprecher geachtet? Ich freue mich auf eure Kommentare. Tschüss und bis bald.